Okay, ich will noch sagen, willkommen zurück bei Spielen, die er niemals spielen würde. Ja. In dem Fall Infamous 2. Sehr schön. Mit mir, Sebastian aka Street Geek, ja. Der ab und zu mal ein bisschen das Gesicht verzieht, was ihr leider nicht seht. Ab und zu auch mal sagt, wie doof bist du eigentlich? Ja. Wenn er mal nicht so spielt, wie ich das spielen würde, aber ist klar, er ist halt anders. Ja, deswegen heißt es ja Spiele, die ich normalerweise nicht spielen würde, aber sie trotzdem spiele. Genau. So, wir waren als letztes dabei, eigentlich hier wegen dieser ganzen komischen Kram hier zu gucken. Positiv, negativ. Kräfte, Ausflüsse. So, ich würde mal sagen, du kannst ja mal einen sonst mal oben anfangen. Ja. Also ganz oben bei R, bei R1. So, jetzt siehst du, da hast du den, momentan hast du ausgerüstet den Magnesium, das siehst du an der Hand. Ja. So, ist auch gut so. Ja. So, wenn jetzt mal runter geht, X. Ja, ich dachte jetzt hier wegen der Aufgabe, schaffen Sie 5. Nee, erledigen Sie einen Gegner beim Klettern an einer Stange zum Beispiel. Nur an einer Stange, wenn du ihn dann abschießt und ihn erledigst, dann kriegst du dafür ein Dings, wo man mit die Kraft freigeschaltet. Dann kannst du sie aufrüsten, was jetzt nicht mehr so nötig ist, weil du Magnesium-Blitz schon hast. Ja. Aber zur Vollständigkeit halber müsstest du das auch machen. Ja, okay. So, hier haben wir dann als nächstes... Natürlich den Detonationsangriff. Dafür musst du besiegen deinen Gegner, indem sie ihn von einem Dach schießen. Das heißt, wenn er auf dem Dach ist, dass du ihn runterwirfst mit einer Alpha-Explosion. Aha. Das wäre in dem Fall... Ja, oder ich mache hier das gleiche als nächstes, oder? So, genau, mit einer Explosion eine feindliche Rakete abwehren. Das geht. Okay. Das muss man eigentlich nur gutes Timing haben. Ja, und das habe ich nicht. Aber es geht. Ja, okay. Das habe ich leider nicht. Gut. Hier ist als nächstes, ja. Noch gar nichts. Du hast zurzeit aufgerüstet die Haftgranaten. Da kann ich nichts. Da hast du noch gar nichts. Das kommt im Laufe der Zeit, wenn du den, ich glaube, irgendwie fünf, nee, ich glaube, wenn du 4 Explosionskerne hast, dann kommt da was ganz, ganz Schönes. Ja, hier habe ich ja... Hier hast du jetzt den Ultra. Gut, den hast du aber, glaube ich, gar nicht aufgerüstet. Doch, den hast du. Den habe ich. So, hier... So, hast du einmal den Megawatt hinzu und einmal die Ionenladung 2. Dafür müsstest du aber 20 Nebenmissionen gemacht haben. Ja, das versuche ich ja immer... Du bist jetzt gerade bei 16. Ja. Das ist ja nicht... Ich habe ja nicht gesagt, dass du nicht keine Nebenmissionen machst. Du sollst ja genau dahin laufen. Ja, hier dann 30, 40 etc. Genau. Okay. So. Da könntest du... Da wird auf der gesamten Karte... Auf der gesamten Karte überall angezeigt, wo der nächste Spieler ist. Nicht mehr in dem kleinen Rahmen, sondern auf der ganzen Karte. Ja. Alles komplett. Ja, aber das weiß ich nicht. Und hier, ja, ne? Das wäre cool. So. Da muss ich aber dann das perfekte positive Karma haben, ne? Genau. Ja, das wäre schon cool, so eine Blitzwiederaufladung. Genau. Ja. Weil gegenüber dem hier... Ja, es ist auch nicht schlechter oder besser. Also es ist beides lustig, aber ich mag auch lieber mit Freunden im Kamera spielen, ist einfach so. Gut, dann haben wir das auch jetzt und dann gehen wir los. Es gibt Hinweise auf Betrans Medizinvorrat. Mission. Ja, die gibt's. Strauch auf den Laster! Ich weiß, wo wir Lorsch finden. Jupp. Grill sie! Nein. Warte, wir müssen um sie rum. Hä? So. Da, so macht, meinst du das? Nein, ich kann hier nicht finden. Ganz ruhig. Ihr habt doch Superkräfte, oder? Ich mach den Weg frei. So einfach. Ja. So. Tschüss, Mann, ey. Ja, das ist auch gut. Hier muss jemand geheilt werden. Diese Leute merken es, wenn du sie mit
Suspekten behandelst. Und du bist tot. Ja, alles gut. Und zack! Das Auto ist noch ein Weg, ne? Ja, bin ich da. Aber schon so. Zack. Jetzt klopft er hier. Ja, mei! Da oben. Schade. Ja. Und zack. So meinst du das? Genau. So. Dann wissen wir hier jemand wieder neben dem Bus. Neben dem Bus, sag ich schon, hä? Ich komm jetzt auf den Bus. Was willst du denn? Ich dachte, hier ist jemand. Denke, Pferde. Ja, alles ist gut. So. Kannst du jetzt weiterfahren? Nee. So. Zack. Oh! Leicht beschädigt reicht ja, ne? Es war richtig von dir, mit mir zu kommen. Oh Mann, sie ist irre. Sich als Miliz verkleiden, Rebellen vernichten und einen Krieg beginnen? Klingt wie aus einem Comic-Heft. Allerdings. Wenn wir was haben, was die Rebellen echt brauchen. Wie diese Medikamentenvorräte? Werden sie uns lieben. Oh, oder zumindest akzeptieren. Weißt du, Kuo, du bist kein Freak, sondern immer noch du. Nur das Eis aus deinem Hintern kommt. Wow, das ist. Was ist echt süß von dir? Nicht! Nein. Hauptsache, du kommst an dem Viech vorbei. Kannst du auch. Das kann mich auch ignorieren, oder? Ja, dann hauptsache, du haust die Autos zu deinem. Ja, aber ich ignoriere es erstmal. Dann musst du die Autos zu deinem gehen. Dann kannst du dich wegfahren. Ja, aber erstmal muss das Ding mich doch ignorieren. Nein! Es bugt mich doch noch nicht mal. Okay, dann gehen wir erstmal. Sehr schön. Ach Mann, ey. So, wo ist jetzt der nächste? Muss die Autos halten. So, erstmal killen hier. Ich weiß nicht, was da steht. Ich weiß es auch nicht. Ach, der müsste doch eigentlich kokeln. Und zack! Ach, das Auto kann man nicht weiter. Dann erstmal Elektrofässer. So. Ja, wie soll es da weiterfahren? So vielleicht. Ja. Ja, es ist eine Option. Okay, dann halt drüber. Ja, muss er ja auch irgendwie durchfahren. Also. Das wäre noch was. Aber kannst du dir vorstellen, dass irgendwann Autos fliegen können? Bestimmt. Durch Gravitation und so Erdanziehungskraft und so, ja. Ausfließen kann. Ja. Na klasse. Ja, jetzt halt wieder diesen Mieser, ey. Mieser? Ja, ich muss manchmal diesen. Ja. McGriff! Hast du deinen Krankenwagen? Mr. LaRoche, wir haben Medizin für Sie und Ihre Leute. Was für ein Trottel. Du hast mehr als Medizin mitgebracht, Dummkopf! Der Ort hier war geheim! Das ist doch von Jonas. Ja. Das ist doch von den Bohnen.
Also bei dem hat es jetzt nicht passiert. So. Du hast das bisschen noch ein paar von denen verletzt. Aber du hast mir gut getan, dass du dich einer verletzt hast. Jetzt sind ja noch nicht aufgehört. Auf den Dächern rauf. Und dann von dort aus. Ja. Was sollten wir mit den Gegnern machen? Ach, mit der Welle. Oh, Mann. Oder halt. Ja. Ja. Was meinst du? Ja, siehst du? 2.5. Ist ja auch Gegner, ja. 2.5. Ja. Dann hier fesseln. Ich weiß, aber trotzdem. Ich möchte ja meinen. Ne? Wenn es einen nur eins. Das wirst du mir auch tun. Ja, das werde ich dir das ganze Spiel vorhalten. So. Was ist das denn? Das war jetzt nicht sehr schlau, egal. So. Ziel erfasst. Ja. Nein! Hopsala! Ich habe niemanden umgebracht, ich habe jemanden gefesselt, der eigentlich gut war. Was war das denn? Die haben gewunken, hast du das gesehen? Geht das? Schönes Ding. Verletzten Kill, ja. Das ist ja gut. Ja, ist ja gut. Die meisten schaffen es nur so, dass du weniger Angriff bist, aber du wieder. Er hat nicht gezählt. Ah, das wäre halt gut, wenn ich die jetzt so. Ja. So. Nein! Das war jetzt voll die falsche Richtung, ne? Ja. So, das war aber dafür die richtige. Gut. Schön. Das war ein Bösewicht. Ich glaube, die restlichen großen Funktionen. Bösewicht. Ungut. Ja, aber da oben war ein roter Punkt, deswegen. So. Libra. Und Attacke! Ich bin nicht Magneto, ich bin Vibrato. Und tschüss. So. Nein! Ja, hä? Was? Wie wird denn nochmal?
Da draußen sind noch ein paar von diesen Milizen. Ja, ich soll das ist immer die Letzte, die deinem Kumpel ins Herz sticht, während du nicht auf. Ja, so, ja, Leute von Dächern werfen, ja. Was ich meine. Ja, aber das erstmal schaffen, würde ich sagen. Ja, wenn ich den Knopf drücken muss. Ja, das ist dieses Knopfdrücken so. Da ist einer. Ja. Ja, mach ich doch. Ja, sie steht gerade davor. Nee. Ja. Doch. Nee. So, fesseln und damit meine Ionen-Dings da. Ach, hab ich jetzt schon eingesammelt, sehr schön. Ja, brauchen wir mal einen da. Gut, gucken wir mal hier hoch. Dann gucken wir mal hier hoch. Gucken. Sowas hier auch zerstören, bringt auch Punkte. Ja. Schütze auf jeden Fall immer. Und bam! Ja, Necraft. Meine Männer glauben, dass sie mit dir zusammen nur gewinnen können. Dann räumen wir das vor. Gemeinsam vertreiben wir Bertrand aus der Ascension-Gemeinde. Wir haben keine große Wahl. Ihr habt unser Versteck verraten. Also, sie erledigen uns, wenn wir ihnen nicht zuvorkommen. Ja. Außerdem bin ich euch was für die Medizin die schuldig. Zeit. Einige sind hier sehr, sehr krank. Ich überlege mir was für den Angriff. Geben Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind. Ja, man gewöhnt sich dran. Oh, ich habe mich weiterentwickelt. Pokémon! Yeah! Held! Siehst du, jetzt habe ich sie doch! Ist Rang Held! Siehst du, jetzt habe ich die Blitzwiederaufladung. Und den Blitzstrahl. Weil der jetzt einen stärkeren Strahl. So schön verstrahlt. So. Hier, das kann ich jetzt erstmal hier ne, einkaufen. Ja, kannst du machen. So, benutze ich aber nicht. Ja, hoch. Hoch? Geh hoch da. Ganz da. Eine rüber. Eine runter. Ach, da, Blitzstrahl. Hier unten. Freischalten. 10 Partnerschaftsstunts. Partnerschaftsstunts? Ja. Haften Sie eine Granate an einen. Ah, ich soll eine heften und dann drauf schießen. Ja. Gut. Würde ich sagen, mache ich jetzt noch. Du machst das nicht mehr, weil das ist nämlich ein Teil von dem, was wir jetzt auf jeden Fall aufnehmen müssen, damit das auch klar ist danach. Gut. Sonst habe ich es vergessen in der nächsten Folge. Okay, so.